Durchhalten. War eine lange Fahrt. Casey und Marilyn hatten eine über 80 Kilometer weite Anreise. Zimmer 2, bitte. Ihr Labrador-Welpe Stella ist kaum bei Bewusstsein. Wir wissen nicht, was los ist. Sie sind rumgerannt, haben gefressen und getrunken. Ich weiß. Sie ist 7 Wochen alt. Was hat sie nur? Ich weiß. Hi. Hi. Was ist los? Wir haben heute Morgen nach den Welpen gesehen. Und sie lag nur flach am Boden. Okay. Sie hat sich nicht bewegt und kaum geatmet. Sie sieht nicht gut aus. Casey und Marilyn haben sie bewusstlos und reglos gefunden. Hatte sie in letzter Zeit Durchfall? Ich habe nichts bemerkt. Wie geht's den anderen Welpen? Gut. Ihr bis gestern Abend auch. Aber heute? Wir hoffen auf ein Wunder. Sie war ja schon tot und wir haben sie wiederbelebt. Sie ist kalt. Sie war schon kälter. Und steif. Sie ist immer noch steif. Aufgrund der Unterkühlung könnten Stellas Organe versagen. Sie braucht Flüssigkeit, eine wärmegedämmte Box, das obendrauf und Heizkissen. Nach einem langen Tag wird Stella langsam munter. Na du? Stella ist aufgestanden, wedelt mit dem Schwanz und läuft rum. Was für eine überraschende Wendung. Stella war heute Morgen extrem unterkühlt. Niedrige Körpertemperatur, kaum Puls. Sie hat gestöhnt und konnte nicht aufstehen. Da haben wir sie aufgewärmt. Es hat funktioniert. Ihre Temperatur ist stetig gestiegen und sie frisst auch wieder. Gute Neuigkeiten. Sie kann nach Hause. Hey Stella. Ihr geht's viel besser. Stimmt. Sie bleibt heute im Haus, wo es warm ist. Sie darf mit meiner Heizdecke ins Bett. Ich gebe Ihnen noch Futter mit, das sie gut verdauen kann. Stella darf heim. Ich könnte vor Freude weinen. Du kommst zu mir unter die Heizdecke. Ihr geht's gut. Ganz aufmerksam. Was für ein Kampf. Harter Tag. Vielen Dank für alles. Gerne. Dr. Ray hat wunderbare Arbeit geleistet. Gute Fahrt. Ich freue mich, dass wir Stella retten konnten. Die Prognose ist super.